Das heutige Video fällt etwas auf dem Rahmen. Es geht in gewisser Weise um Narzissmus und doch möchte ich mich zu diesem Eröffnungsspektakel der Olympischen Spiele kurz zu Wort melden und meine Sicht der Dinge auf dieses auf diese Eröffnungszeremonie werfen, die doch sehr, sehr viele Fragen hinsichtlich der Qualität, hinsichtlich der Aussagen, die getroffen wurden, macht. Es war für mich erschütternd zu sehen, dass hier das Christentum in so massiver Weise angegriffen wird, dass hier das Abendmahl verhöhnt wird, dass Jesus Christus verhöhnt wird, dass hier direkt auf das Christentum Einfluss genommen wird, dieses beschmutzt wird, Jesus Christus beschmutzt wurde. Es tut in der Seele weh zu sehen, dass dieses öffentlich gemacht wird bei einem sportlichen Ereignis, das mit Religion ja eigentlich gar nichts zu tun haben sollte. Und doch erkennt man ein System. Circa 2 Milliarden Christen gibt es etwas mehr und 2 Milliarden Menschen, das heißt ein Viertel der Menschheit, wird auf übelste Weise beschämt, durch den Kakao gezogen, ihr Glaube klein gemacht, lächerlich gemacht. Und dann kommt noch ein Pferd, ein fahles Pferd, auf dem ein Reiter ist. Wir lesen es in Offenbarung 6, Vers 8, dass ein fahles Pferd und der Reiter, der darauf ist, der tot ist, und ihm ist Macht gegeben über ein Viertel der Menschen. Über ein Viertel der Menschheit ist ihm Macht gegeben. Und jetzt schauen wir, wie viele Menschen wurden durch den Kakao gezogen. Bei circa 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde, 2 Milliarden sind genau ein Viertel. Auch hier zu sehen, da läuft etwas mit System ab. Hier wurde ganz bewusst dem Christentum versucht zu schaden, indem es der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Aber wir kennen das schon aus der römischen Zeit, als auch Jesus mit einem Eselskopf dargestellt wurde. Auch hier wurde er lächerlich gemacht. Der Gott, der am Kreuz hing und sich nicht selber retten konnte, muss doch ein Esel sein. Auch hier wurde er verspottet. Und dieser Spott zieht sich durch, aber hier in der Öffentlichkeit, in diesem großen Forum, auf dieser Plattform, so vehement gegen das Christentum vorzugehen, das ist schon eine neue Dimension, die erreicht wurde. Was mich freut, dass sehr, sehr viele hier aufgestanden sind, dass es bemerkt wurde und dass sich die Menschen dagegen gewehrt haben. Und mit dem Narzissmus ist es ähnlich, wenn ich hier die Parallele ziehen will. Narzissten verhöhnen ihre Opfer. Narzissten spielen mit ihren Opfern, sind dann beleidigt. Das heißt, auch hier geht es gegen den Menschen, gegen das Opfer. Und Narzissten verhalten sich genauso, dass sie das gut verpacken können. Und nur derjenige, der um die Sache weiß, weiß, was wirklich vor sich geht. Das heißt, wer das Christentum kennt, wer sich in der Bibel auskennt, wer um das Abendmahl weiß, um das Bild des Abendmahls, wer dieses vor Augen hat, der kann die Parallele ziehen, der weiß, was hier gemeint ist, aber für viele andere, für die, die mit dem Christentum nicht viel anfangen können, die keine Informationen haben, die haben dieses Schauspiel wahrscheinlich betrachtet und sich daran gefreut und gedacht, wie toll das Ganze aufgebaut ist. Und so ist es beim Narzissmus auch. Wer ihn nicht kennt, der schaut bewundert auf den Menschen, was er doch für ein toller Hecht ist und versteht nicht, was er tatsächlich meint, welche Botschaften sich oft hinter seinem freundlichen Getue verbergen. Und hier diese Parallele zu sehen, hilft zu verstehen, das Christentum wird angegriffen, viele verstehen es nicht, Narzissten greifen ihre Opfer an und es wird nicht verstanden. Ich wollte nur ein kleines Statement dazu geben, weil es mir von Herzen wehtut, wie Christus, unser Herr und Heiland, hier durch den Schmutz gezogen wird, wie Christen der Lächerlichkeit preisgegeben werden, die doch auf ihren Herrn und Heiland hoffen und die Freude an ihm und die Liebe, die er ihnen gibt, in ihrem Herzen spüren. Ich wünsche dir, dass du diesen Herrn kennst, dass du diesen Herrn Jesus in deinem Herzen hast, dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass du die Freude am Heil findest und dass diese Freude in dir dein Herz bewegt und trotz dieser offensichtlichen Lästerungen du dir die Freude nicht nehmen lässt.
Freude ist viel wichtiger als das, was dann von außen kommt, weil Freude etwas ist, das dich von innen beglückt. Und Herr Jesus, der in dir lebt, ist das Glück deines Lebens. Das darf ich von mir bezeugen und wünsche das jedem, der hier zuhört, der den Kanal abonniert hat, natürlich von Herzen, dass er Jesus Christus kennen darf, dass er ihn als Herrn und Heiland in seinem Leben hat. Ich wünsche dir Gottes Segen und ein ganz, ganz liebes Grüßle zu einem Video der etwas anderen Art. Dein Hubert Hafner.